zurück zu Let's Play. Ich bin der Herzog von Alençon, Mademoiselle. Ich bin stolz, mit euch nach Orléans reiten zu dürfen. Alles klar, dann reiten wir nach Orléans. Mit dem guten Herzog. Alençon, wie er heißt. Und die Jungfrau mit Kriegsrüstung, 200 HP, 17 Angriff. In silberner Rüstung mit. Unsere Stadt braucht Hilfe! Die Engländer kommen! Ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Sind ja schon fast. Viel Glück, Johanna. Dankeschön. Mönch. Gut. Wir werden den Part Orléans erreichen, uns aufbauen und dann den Engländern in den Arsch treten. Wieder einmal. Und wir haben hier Burgunder. Kavalleristen. Lernen wir mal, was es heißt, Franzose zu sein. Der burgundische Pöbel wird uns nicht aufhalten. Oh, ja. Bitte. Hallo. Danke. Oh, muss der so sterben? Wir haben verloren. Zwei Händler und den Scout. Gut. Wir müssen noch. Was noch? Blois? Blois? Ja, Blois. Und hier war Chino. Im Übrigen, wo wir in der ersten Kampagne aufgehört haben. Und was sind das für komische Bäume? Yeah. Sind voller. Willkommen in Blois, Johanna von Orléans. Blois. Das französische Heer hört auf euren Befehl. Ja. Okay. Das französische Heer hört auf eine Jungfrau. Weiter nach Orléans. Wir müssen an den Engländern vorbeikommen. Ja, bringt die Verpflegung in Sicherheit. Also wir müssen jetzt diese Marktkarte nach hier bringen. Hier ist Orléans. Wie wir da hinkommen, es gibt zwei Wege. Entweder einen kämpferischen Weg, der sich nach dieser Straße hier legt. Der kämpferische Weg, wo wir sehr viele Einheiten verlieren werden. Oder aber, man geht einfach hier rauf. Dann haben wir hier Transportschiffe. Was natürlich jetzt wesentlich alle zu beladen, da ja die Transportschiffe fünf Einheiten. Ja. Oh ja, es kommt bei der Vielzahl was. Ah, das ist schon ein bisschen zu nah. Wir nehmen die Brücke. Wo dann, wo das Gemetzel stattfindet, ungefähr hier. Ich hab's lieber so, wenn ich meine Truppen alle sicher rüberbringe. Anstatt jetzt hier alles zu verlieren und dann da. Ich muss erstmal Geld in Truppen reinstecken. Unnötigerweise verloren. Warum sollten wir das auch machen? Na. Ja, okay. Scheiße. Vor allem, wir sind in der Vorteilzeit. Das heißt, wir hätten eh noch keine Möglichkeit, Ritter oder Autoschütze zu machen. Da wir nur auf leichte Bogenschütze und diese Scout-Kanonen zurückgreifen. Oh ja. Sehr. So, Ritter, geht mal rauf. Dankeschön, Dankeschön. Hier geht hier raus. Geht hier noch raus. Dann haben wir noch 5. Ja, was ist hier? Es war ein Scout der Südbriten. Und wir haben 3 Gegner: die Nordbriten, die Südbriten und die Burgunder. Und was wir machen müssen, das hören wir dann, wenn wir die Marktkarte abgeliefert haben. Jetzt schon mal auf den Weg machen. Na, auf die 5 Angriffsschütze muss ich jetzt nicht unbedingt warten. Und uns gehört fast alles. Jetzt gehört uns alles. Wir haben jetzt Orléans. Und wir
Frau, mein Scout, es soll mal nach Westen gehen. Hurra! Die Jungfrau von Orléans hat uns Verpflegung mitgebracht. Jetzt können wir das Heer aufstellen, das wir brauchen, um die englische Burg niederzureißen. Ja, wir müssen die englischen Burgen niederreißen. Und jetzt haben wir hier unseren Nadel, das Feld. So, ich reise mal gleich in die Ritterzeit. Aus dem einfachen Grund, ab der Ritterzeit kann man ein Dorfzentrum bauen. Dann werde ich hier rüben ein Dorfzentrum bauen, um meine Bürger ein bisschen schneller zur Nahrung zu schicken. Wo bekomme ich nochmal Steingold? Ich habe keine Ahnung. Nee, echt jetzt, ich habe jetzt wirklich noch keine Ahnung, wo ich nochmal Stein und Gold habe. Ich glaube, ich muss eine Stadt erobern. Also hier liegt ein bisschen was rum. Nee, keine Ahnung. Heißt, wir gehen in die Ritterzeit. Ich sag mal, die Briten umlasse ich erstmal in Ruhe. Und wir gehen nach Süden über die Brücke und machen die Südbriten. Auf jeden Fall eine der zwei Festungen schon mal, um uns etwas Gold. Die Jungfrau von Orléans ist eingetroffen. Wir sind gerettet. Ist schon längst. Gerade eben schon eingetroffen. Was wir noch machen werden, ist Upgrades in der Schmiede erforschen. Das riesige Gebäude ist eigentlich das Wunder. Was zur Hölle ist das? Ist das Wunder der Franzosen? Das ist kein Graf. Das ist nur Häuser und Grenzig. Back. Und wir haben hier wieder Ritterzeit und werden hier ein Dorfzentrum bauen. Was ist so? Das fängt jetzt schon mal an. Und ich sag mal, wie es weitergeht, machen wir dann im nächsten Part. Da werden wir uns aufbauen, unsere Armee aufbauen und weiß nicht, ob ich dann im zweiten Part angreifen werde oder erst im dritten Part. Da ich dann schon mal die Südbriten im dritten Part vernichte und im vierten Part werden wir dann die Nordbriten vernichten. So wäre mein Plan. Ob er aufgeht, dann wird sich schon noch zeigen. Wir upgraden mal noch die ganze Geschichte hier. Oh, jetzt haben wir keine Ahnung. Nichts mehr upgraden. Hör auf abzugraden. Wir brauchen Bürger. Dann können wir upgraden. Warte jetzt nur noch auf ein Upgrade, auf die Kartografie. Bringt mir folgendes, ich kann sehen, was meine Verbündeten sehen. Ich will nur mal sehen, ob sich's lohnt. Oder gelohnt hat. Wahrscheinlich nicht so wie ich kenne. Bevor ich immer irgendwelche nutzlose Scheiße. So, Kartografie ist durch und wir sehen die Brücke. Wir sehen hier das Gedöns, das uns erwartet hätte, wenn wir hier lang gegangen wären. Sehen, was unser Verbündeter treibt, was Chino treibt. Das war's eigentlich schon. Habt ihr Gold, das man sich nehmen kann? Höflicherweise. Natürlich haben sie kein Gold. Gut. Das Dorfzentrum ist fertig und mit der Fertigstellung verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.